Jeder ist auf der Suche, ein möglichst maximales Potenzial zu leben. Aber oftmals sind es Trauma bzw. traumatische Erlebnisse, die einen daran hindern, sein wirkliches Potenzial zu entfalten. Der menschliche Körper hat ein gewisses Kompensationsspektrum. Innerhalb dieses Kompensationsspektrums kann er mit Reizen und Einwirkungen auf den Körper umgehen und kommt auch wieder zurück zu einem normalen Potenzial. Wenn dieses Kompensationsspektrum überschritten wird, kommt es zu Verletzungen. Und diese Verletzungen führen dann zu Traumata. Der Unterschied zwischen einer Verletzung und einem Trauma ist, dass eine Verletzung eher das singuläre Ereignis ist, das heißt also zum Beispiel ein gebrochener Knochen beim Skifahren, und das Trauma dann entsteht durch die Gesamteinwirkung auf den Organismus. Ein Trauma kann drei große Bereiche umfassen. Das ist einmal ein biomechanisches Trauma. Ich bleibe bei dem Beispiel des Knochenbruchs. Dann gibt es logischerweise psychische Traumata und es gibt aber auch biochemische Traumata. Ich vertrete generell immer die Grundannahme, dass der menschliche Körper eigentlich in seiner Reinform perfekt ist, gerade für das Leben auf diesem Planeten perfekt vorbereitet ist. Aber ich merke im Umgang mit Patienten immer wieder, dass es traumatische Erlebnisse sind aus den drei Kategorien, die den menschlichen Körper zurückhalten, sein wirkliches Potenzial zu entfalten, sei es beim Sport, sei es psychisch oder sei es vom Stoffwechsel her. Das Bild, was ich dann immer vor Augen habe, ist ein Heißluftballon, der versucht zu fliegen. Aber in Wirklichkeit hängen noch die ganzen Sandsäcke dran, der ganze Ballast. Somit ist es natürlich selbstverständlich erstmal sinnvoll, den ganzen Ballast loszuwerden, die ganzen Traumata abzuheilen, um dann möglichst unbeschwert aufzusteigen.